Einen ganz herzlichen guten Morgen zum dritten Tag der FIFCon. Früh geht's los. Mal gucken, ob wir heute noch mehr werden. Ich möchte jetzt zum ersten Vortrag ganz herzlich Volker Grassmuck begrüßen. Volker Grassmuck ist Mediensoziologe, freier Autor und Aktivist. Und er wird heute darüber sprechen, über die Verheißungen einer vernetzten Welt und warum sich einige davon vielleicht nicht so erfüllt hatten, wie wir und die Utopien uns das ursprünglich gedacht haben. Einen warmen Applaus bitte für Volker Grassmuck. Ja, schönen guten Morgen, hört man mich? Hallo, hallo. Hallo, ja, schönen guten Morgen auch von mir zu diesem dritten Tag der FIFCon. Wo sind wir denn? Ah, alles gut. Was wir hier sehen, wenn wir etwas sehen könnten, können wir das Licht noch ein bisschen runter machen, dann ist eine Infrastruktur-Weltkarte und man sieht die Untersee-IP-Kabel in weiß, Straßen in rot, es wird noch heller in die andere Richtung. Eisenbahnen in pink, grün sind die Gaspipelines und so weiter. Auf der Karte sind keinerlei Informationen über Ländergrenzen oder die Konturen von Kontinenten enthalten. Dankeschön. Aber die Weltkarte, wie man sieht, emergiert aus der Infrastrukturkarte. Wir formen unsere Infrastrukturen und dann formen unsere Infrastrukturen unsere Welt, könnte man in Abwandlung eines fälschlicherweise Marshall McLuhan zugesprochenen Diktums sagen. Heute ist die Welt global vernetzt wie nie. Das Versprechen jeder Kommunikationsverbindung ist, dass die Angeschlossenen sich etwas zu sagen haben und durch den Austausch zumindest die Chance haben, zu einem gemeinsamen Verständnis zu kommen. Doch statt Horizonterweiterung und Neugier auf Vielfalt erleben wir heute Xenophobie, Grenzschließungen und eine Internationale der Nationalisten. Die Errungenschaften des grenzenlosen Europa, also des Schengen-Raumes, wird zurückgedreht. Wir sehen Europagegner im Europaparlament, UK isoliert sich, USA first, ebenso Polen, Ungarn, Italien first. Das Netz hat die Öffentlichkeit demokratisiert und zugleich ein Sprachrohr geschaffen für Menschenverachtung, Wissenschaftsverweigerung, Verschwörungstheorien, Propaganda und Fake News. Kräfte, die die Wahrheit systematisch unterminieren und durch Affekte wie Patriotismus und starke Führer ersetzen wollen, können Fuß fassen. Algorithmen und Personalisierung verstärken Filterblasen und Polarisierung. Als Mediensoziologe ist das ein anhaltendes großes Rätsel. Warum mehr Kommunikationschancen nicht auch zu mehr kommunikativer Verständigung, wenn nicht gar Rationalität in der Welt führen? Möglicherweise sitze ich da aber auch trotz aller Bemühungen in meiner habermasianischen Filterblase. Dabei habe ich mich in meiner Dissertation beschäftigt mit einem Land, das sich über 250 Jahre maximal von der Kommunikation mit der Außenwelt abgeschottet hat, gleichwohl über das Nadelöhr Nagasaki ein ziemlich akkurates Bild dieser Außenwelt konstruieren konnte, nämlich Japan in der Zeit von 1603 bis 1868. Luhmanns Idee, dass soziale und psychische Systeme, also Menschen, nicht kommunizieren, sondern einander irritieren, fand ich beim ersten Lesen skandalös irritierend. Je länger ich jedoch darüber nachdenke, desto plausibler erscheint sie mir. Die Erfahrung lehrt uns, dass eine gelingende Kommunikation selbst ohne technische Medien dazwischen die seltene Ausnahme ist. Nicht die Kanäle, sondern die innere Verfasstheit eines Systems entscheidet darüber, ob es sich von Signalen aus seiner Umwelt irritieren lässt oder nicht. Gehen wir also gemäßigt von einer Koevolution von technischen, psychischen und sozialen Systemen aus. Dabei unterliegen technische Entwicklungen durchaus ihren Eigenlogiken. Ob sie zu Aushärtungen, Pfadabhängigkeiten, Netzwerkeffekten führen, hängt aber von weiteren sozialen, ökonomischen, psychischen Faktoren ab, nicht zuletzt. Dabei ist der Lauf der Welt nicht technodeterministisch vorbestimmt. Er hätte so aber immer auch anders sein können.
was zu der kontrafaktischen, aber gleichwohl für das Denken von Alternativen lehrreichen Frage führt: Was wäre, wenn? Die Feinmechanik in den 1830ern so präzise gewesen wäre, dass Charles Babbage seine Differentialmaschine und danach seine Analytical Engines tatsächlich hätte fertigstellen können. Das Modell hier ist 150 Jahre später in den späten 1980ern gebaut worden im Londoner Science Museum. Das ist die Difference Engine Nummer 2 und die ist voll funktionstüchtig. 2011 begann dann das Projekt, auch die Analytical Engine nachzubauen. Wenn das so gewesen wäre, vielleicht sehen unsere Arbeitsplätze heute so aus und unsere Alexas so. Und die Flugtaxis, die Dorothee Bär uns versprochen hat, so. Die Analytical Engine war die erste universell programmierbare, Turing-mächtige Rechenmaschine. Lochkartengesteuert und dampfgetrieben, Kurbel- oder dampfgetrieben, wie bei den Webstühlen der Zeit üblich. Dafür entwickelte Ada Lovelace die ersten Programme und legte damit nicht nur die Grundlage für Programmiersprachen, sondern sah bereits Anwendungen über Zahlen hinaus voraus. Sie stellte sogar damals bereits die Frage, die uns heute so intensiv beschäftigt, die Frage nach einer möglichen künstlichen Intelligenz, die sie verneinte. Die Maschine könne nichts Originelles hervorbringen. 100 Jahre später widersprach ihr Alan Turing in Computing Machinery and Intelligence im Jahr 1950 geschrieben. Da argumentierte er, der Computer könne Menschen sehr wohl überraschen, da dieser die Folgen verschiedener Tatsachen nicht erkennen könne. Außerdem habe er Lovelace neue Kenntnisse voraus, die zeigten, dass das Gehirn einem Computer ähnele. Was wäre, wenn die Analytical Engines damals gebaut worden wäre und ihre Erbauer überrascht hätte? Und dann zum Beispiel das Deutsche Reich gleich nach seiner Gründung KI als Schlüsseltechnologie erkannt und 1880 eine nationale künstliche Intelligenzstrategie gestartet hätte. Gehen wir zurück zum Beginn der IKT. Der Techniker und Geistliche Claude Schapp experimentierte Ende des 18. Jahrhunderts mit dem optischen, elektrischen und akustischen Übermittlungsverfahren von Zeichen. 1793 verwendete er für die erste Teststrecke zwischen Paris und Lille einen Semaphor, einen schwenkbaren Signalarm, der mit Fernrohren gelesen wurde. Das Argument, mit dem Joseph Lacanal das Konvent zur Finanzierung eines solchen Telegrafennetzes brachte, war die Einheit der Nation. Schapp bedankte sich nach der Vorführung seines Systems in einem Brief bei Lacanal für dessen, Zitat, geniale Idee, an die ich gar nicht gedacht hatte. Die Einrichtung des Telegrafen ist in der Tat die beste Antwort auf jene Publizisten, die Frankreich für zu großflächig halten, um eine Republik zu bilden. Mit dem Telegrafen schrumpfen die Entfernungen und riesige Bevölkerungsmassen werden gewissermaßen an einem einzigen Punkt versammelt. Dass während der ersten 50 Jahre der Telegraf fast ausschließlich für militärische und polizeiliche Zwecke eingesetzt wurde, bestätigt Friedrich Kittlers Diktum von Medien als Missbrauch von Heeresgut. Für den Zeigertelegrafen wurde die Übertragungsgeschwindigkeit von 135 Kilometer pro Minute angegeben. Die Eigenschaften von Elektrizität waren Ende des 18. Jahrhunderts weitgehend bekannt, seit der britische Physiker Stephen Gray gegen 1730 gezeigt hatte, dass sie entlang eines Drahtes sich fortpflanzen kann, tauchten bereits erste Spekulationen darüber auf, dass sich damit Informationen übertragen ließe. 1834 ermittelte der Engländer Wheatstone eine Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Elektrizität von 280.000 Meilen pro Sekunde. Die hohe Geschwindigkeit der Elektrizität sprengte den Denkrahmen der Nation und erweckte die Vorstellung, man könne damit über Tausende von Meilen mit dem Kaiser von China eine Unterhaltung führen. Es wurde deutlich, dass der elektrische Telegraph die ganze Welt umspannen müsse. 1848 schrieb Marx, Zitat, das Bedürfnis nach einem stets ausgedehnteren Absatz für ihre Produkte jagt die Bourgeoisie über den ganzen Erdball. Die neue technische Möglichkeit passte also zum damals wütenden Kolonialismus. Im 19. Jahrhundert werden die nationalen Netze zusammengeschaltet.
1850 wird ein Telegrafenkabel zwischen Dover und Calais gelegt und 8 Jahre später über den Atlantik, was wir hier sehen. Das ist die Verbindung von Irland zu British America. Am 16. August 1858 weihte US-Präsident Buchanan das Transatlantikkabel ein, indem er Grüße mit Queen Victoria austauschte. Ich glaube, das rechts ist nicht Queen Victoria. Die Botschaft lautete: Europe and America are united by telegraphy. Glory to God in the highest, on earth peace and goodwill toward men. Der Rausch der Verbindung schürte die Hoffnung, eine universelle Durchsetzung der Prinzipien der Offenheit, wie Max Weber sie als Voraussetzung für den Markt identifizierte: Frieden, Freiheit, Gleichheit, Legalität. Medieninnovationen lassen die Angeschlossenen sich als Weltenbürger vorstellen. Das zeigte sich für die Schrift bei Diogenes und Demokrit und für den Buchdruck bei Dante. Das, was damals ein Kosmopolit hieß, formuliert sich am Weltpostsystem mit einem Wort von Siegert als universelle Verbrüderung. Diese Hoffnung wurde im Ersten Weltkrieg jedoch gründlich enttäuscht. Auch das Radio schürte in den Roaring Twenties Hoffnungen auf eine materielle Grundlegung eines Völkerbundes, die im Zweiten Weltkrieg dann enttäuscht wurde. Nur um in dieser Nachkriegszeit anhand des Fernsehens erneut formuliert zu werden. Dem Glauben an eine universelle Menschlichkeit entspricht die komplementäre Vorstellung, dass die räumliche Trennung ein Übel sei, das an Konflikten, Hass und Missverständnissen schuld sei und auch an sozialen Ungleichheiten. Wenn aber der Schrecken der Distanz und der Fremdheit die guten Menschen nicht gut sein lässt, dann wird die Selbstabschließung zum Beispiel Chinas und Japans auch zu einem ethischen Skandal. Und seine militärische Öffnung mit Opiumkrieg und Commodore Perrys schwarzen Schiffen, die wir hier sehen, 1853 in der Bucht von Yokohama, sind diese militärischen Öffnungen gerechtfertigt. Übrigens im Interesse des Walfangs damals. Pardon. Giddens schrieb, die Moderne ist in ihrem inneren Wesen auf Globalisierung angelegt. Dahrendorf argumentierte, dass es notwendig eine Weltbürgergesellschaft geben müsse, weil es keine offene Gesellschaft in einem Land geben könne. Dieser Gedanke beerbt die expansive Dynamik von Christentum und Islam, die auf virtuell vollständige Konversion der Menschheit zielt. Er beerbt ferner die Logik des Kapitalismus und des Sozialismus, wobei dieser die Formulierung der Unmöglichkeit des Sozialismus in einem Land geprägt und jener in seiner Entgrenzung gesiegt hat. Das Gleiche gilt von universalistischer Wahrheit, also keine Wissenschaft und keine Technologie in einem Land, und universalistischer Ethik, keine Menschenrechte in einem Land, und schließlich gilt im gleichen Sinne keine Post, kein Telefon, kein Internet in einem Land. Im Zeitalter der Kolonisierung gehört das Spektrum zu den am spätesten entdeckten Kontinenten. Erst 1886 gelang Heinrich Hertz der experimentelle Nachweis von elektromagnetischen Wellen. Ihr wichtigster Eroberer war 10 Jahre später Guglielmo Marconi, der die Hertzschen Wellen mit Patenten und einer Reihe von Unternehmen für die drahtlose Telegrafie nutzbar machte, vor allem für die Kommunikation mit Schiffen. Was wir hier sehen, ist ein Werbeplakat, das mitteilt, dass man jetzt mit Schiffen bereits 10 bis 14 Stunden, bevor sie in den Hafen von New York einlaufen, kommunizieren könne. Er bereitete damit den Weg für das Radio und, wenn man den binären Morsecode als digitalen Datenfunk versteht, auch für WLAN und Mobilfunk. Anfangs war diese Ressource Spektrum unreguliert. Marconi hatte das Monopol auf die Durchführung des Seefunks in England erlangt, baute sein eigenes weltweites Netzwerk auf, von dem er andere mithilfe von Patenten ausschloss. Da sich Funkwellen nicht an Länder- und Unternehmensgrenzen halten, wurde früh die Notwendigkeit einer internationalen Koordinierung deutlich. Der Untergang der Titanic spielte dabei eine wichtige Rolle. Schon auf der zweiten internationalen Funkkonferenz 1906 war diskriminierungsfreie Durchführung von Funkverkehr unabhängig vom verwendeten Funksystem festgelegt worden. Das funktionierte aber offensichtlich nicht besonders gut. Denn auf die dritte Konferenz 1912 stand dann ganz im Zeichen der Titanic.
Einer der Gründe für ihren Untergang war, dass mit Marconi-Geräten ausgerüstete Stationen nur untereinander kommunizieren konnten. Krisenhaft eine Lektion gelernt, lebenswichtige Kommunikationsinfrastruktur und Technologiemonopole gehen nicht gut zusammen. Neben Punkt-zu-Punkt-Kommunikation eröffnen Funkwellen erstmals auch die Möglichkeit einer Zentrum-an-alle-Kommunikation. Auch der Rundfunk entsteht zunächst unreguliert. In den 1910er Jahren war der Selbstbau von Sendern und Empfängern ein beliebtes Hobby. Amateurfunkzeitschriften lieferten die Anleitungen. Der Francis-Röhren-Bausatz hier übrigens ist nicht aus den 1910ern, sondern der ist aktuell, den kann man sich heute im Internet bestellen. Leute verabredeten sich zu bestimmten Zeiten auf bestimmten Frequenzen, um zu plaudern. Einige Medienhistoriker sprechen von einem Internet im Äther, das ebenfalls Raum für interessante Was-wäre-wenn-Überlegungen bietet. Doch es kam anders. In den USA wurde 1912 das erste Rundfunkgesetz erlassen. Die öffentliche Ressource Spektrum durfte nur nutzen, wer eine Lizenz des Wirtschaftsministeriums beantragte. Dieser Ordnungsrahmen brach zusammen, als ein Gerichtsurteil im April 1926 entschied, dass das Wirtschaftsministerium gar keine Macht habe, die Radionutzung zu regulieren. Danach erhielt jeder Bewerber eine Sendelizenz ohne irgendwelche Auflagen über Frequenz, Sendestärken oder Sendezeit. In dieser Zeit der Konfusion und des Chaos, wie das hinterher genannt wurde, entstanden über 500 neue Radiostationen. Die meisten von ihnen strahlten mit Sendeleistungen von hunderten Kilowatt, um alle anderen zu übertönen. Mit dem Ergebnis, dass niemand mehr zu hören war. Drahtzäune elektrisiert wurden und Menschen mit ihren Plomben Radio hörten. Die Zeit endete, als im Februar 1927 ein neues Funkgesetz erlassen wurde. Keine Regulierung ist also offensichtlich auch keine Lösung. In Deutschland wurde der Rundfunk in den frühen 20er zweifach reguliert. Für die störungsfreie technische Durchführung, also den Betrieb der Sendeanlagen, war die Reichspost zuständig. Die Durchführung von Programmen wurde schon damals in der Kulturhoheit der Bundesländer gesehen. Ihre Zentralisierung unter den Nazis hatte bekanntlich böse Folgen. Nach 1945 entstand das Rundfunksystem daher wieder föderal, aber staatsfrei und unter Kontrolle durch die Gesellschaft in Form der Rundfunkräte. Kommerziellen Rundfunk gab es in Europa erst mit der Vervielfachung der Übertragungskanäle durch Kabel und Satelliten ab Mitte der 1980er. Ab Mitte der 1990er geht der Rundfunk ins Internet, also das soziotechnische System der Informatik schlechthin. Hier die erste Website von ARD.de aus der Wayback Machine von 1996. Ich möchte hier nur auf den aktuellen Entwurf des 23. Rundfunkänderungsstaatsvertrages hinweisen. Die Konsultation dazu endet heute. Darin werden neben Medienplattformen erstmals auch Medienintermediäre reguliert, also Suchmaschinen, soziale Netze und User-Generated-Content-Portale. Wie immer bei allem, was aus dem Artikel 5 Grundgesetz hervorgeht, mit dem Ziel, vorherrschende Meinungsmacht zu verhindern und Meinungsvielfalt zu sichern. Auch hier zeigt sich, dass dem Entwurf mehr informatischer Sachverstand gut getan hätte. Beispielsweise bei der Bestimmung der Aufgreifgrenzen für den sogenannten Bagatellrundfunk. Und für viele weitere Fragen ist ein solcher Sachverstand hilfreich. Zum Beispiel ist ein großes Thema heute die Aufmerksamkeitssteuerung. Empfehlungssysteme, die idealerweise ohne Personendaten auskommen und Filterblasen durchkreuzen. Seit den Tagen der Konfusion und des Chaos werden Funkfrequenzen für Rundfunk, Polizeifunk, Radar und so weiter von den nationalen Regulierungsbehörden zugewiesen. Relativ früh, nämlich 1959, kam bereits die Idee auf, dass der Markt das vielleicht besser machen könnte. Der britische Wirtschaftswissenschaftler Ronald Coase schlug vor, Frequenzbänder für die gesellschaftlich wertvollsten Nutzungen zu allozieren. Das könne der Markt viel besser als eine staatliche Verwaltung. Damals musste er sich von der FCC, der US-Regulierungsbehörde, fragen lassen, ob sein Vorschlag ein großer Scherz sei. Ende der 1980er war die neoliberale Zeit dafür reif.
Die Privatisierung der vormals öffentlichen Telcos und die zeitgleiche Mobilmachung der Telekommunikation löste eine Goldgräberstimmung aus. Internationale Konsortien ehemaliger staatlicher Telcos drängten in jeden sich öffnenden nationalen Markt. 1989 fand in Neuseeland die erste Versteigerung von Funkfrequenzen statt. Die USA folgten 1994. In Europa fand die erste Spektrumsauktion 1996 in Deutschland statt. Das bezog sich auf den Pager-Dienst Hermes. 1999 folgte dann die Versteigerung von Spektrum im 1800-Megahertz-Band für GSM, den ersten digitalen Mobilfunkstandard. Was wäre, wenn es keinen Neoliberalismus und damit auch keine Liberalisierung zum Beispiel des Telekommarktes gegeben hätte? Die Bundespost wäre voraussichtlich weiter für ICT zuständig. Statt TCP/IP hätten wir heute X25 und folgende und ein ordentliches OSI. Das dritte Modell bezeichnet die FCC auch als Spectrum Commons. Dafür gab es Vorbilder bereits in 1938. Interessant wurde es aber dann 1985, als die FCC drei Frequenzbänder, darunter das von um 2,4 Gigahertz für lizenzfreie Nutzung, als sogenanntes ISM-Band freigab, für Industrial Scientific Medical, in der Branche auch als Schrottband bezeichnet. Mit Auflagen für zulässige Sendestärken und Antennenleistung, deren Einhaltung die FCC in ihren Zulassungsverfahren für Geräte sicherstellt. Also keine Lizenzvergabe für Frequenzen, sondern eine Zulassung von Geräten, die diese Frequenzen nutzen. Das führte nicht etwa zu Konfusion und Chaos, sondern zu einer Fülle von Anwendungen wie drahtlose Telefone, Babyphones, Fernbedienung und WLAN-Produkte. Die waren anfangs untereinander nicht kompatibel, bis eine Arbeitsgruppe der IEEE einen herstellerunabhängigen Standard für den Datenfunk entwickelte, die 802.11-Familie, deren erster Vertreter 1997 erschien. Ohne Monopol bilden sich Protokolle für ein einvernehmliches Miteinander auf einer geteilten öffentlichen Ressource. Innovationen in der effizienten digitalen Funknutzung werden gefördert. Die Freigabe des 5 GHz-Bereichs wurde dann vor allem von Apple, von einem Verband der WLAN-Gerätehersteller, aber auch schon mit Unterstützung der nationalen Verbände der Bibliotheken und der Bildungsforschung vorangetrieben und 1997 erteilt. In Deutschland erfolgte die Allgemeinzuteilung des 2,4 GHz-Bandes 95 und für das 5 GHz-Band 2002. Ich erzähle das nicht nur aus historischen Gründen. Die Spannung zwischen Versteigerung und Freilizenzierung beschäftigt uns weiterhin. Im April 2019 steht die Versteigerung des 5 GHz-Frequenzspektrums an. Die ist auf der World Radio Konferenz bereits beschlossene Sache. Offen ist, was nach der absehbaren Abschaltung von DVB-T2 mit diesem Filetstück im 700-Megahertz-Bereich passiert. Wird es wieder exklusiv an Mobilfunker versteigert oder freilizenziert? Darüber wird auf der World Radio Konferenz Ende 2019 verhandelt. Mit bewährter TV-Whitespace-Technologie ist dieses Band ideal für Richtfunkstrecken, um den letzten Bahnhof zu versorgen, Entschuldigung, den letzten Bauernhof. Ein Ziel, das die Bundesregierung offensichtlich bereits aufgegeben hat, da das auch mit 5G wieder nicht möglich sein wird, wie mit allen vorherigen Mobilfunktechnologien versprochen, aber nicht eingelöst. Hier geht es also um Fragen von großer gesellschaftlicher Tragweite, die jedoch so kompliziert sind, dass nur Ingenieure, Nachrichtentechniker, Netzwerker, Informatiker Argumente mit Gewicht in die Waagschale werfen können. Zugleich geht es um Fragen, in was für einer Gesellschaft wir leben wollen. In einer neoliberalen, in der der Markt als beste Lösung für alle Fragen gesehen wird, einschließlich für die Allokation öffentlicher Güter, in der Monopolisten zentralistische Systeme bauen und das öffentliche Interesse nur bei Marktversagen eingreifen darf? Oder in einer Welt mit Protokollen für ein Miteinander in dezentralen Systemen, in der wir Solidarität üben mit Schwachen und Bedürftigen, hier den letzten Bauernhöfen, und Entscheidungen im Gemeinwohlinteresse und nicht in dem von Unternehmen und Finanzinvestoren getroffen werden? Informatiker sind hier in ihrer Schlüsselrolle privilegiert zu sprechen.
Dazu müssen sie das eigene und das gemeinschaftliche Handeln im gesellschaftlichen Diskurs kritisch hinterfragen, heißt es in den neuen ethischen Leitlinien der GI. Und weiter, das GI-Mitglied trägt Verantwortung für die sozialen, gesellschaftlichen Auswirkungen seiner Arbeit. Er soll durch seinen Einfluss auf die Positionierung, Vermarktung und Weiterentwicklung von IT-Systemen zu deren sozial verträglicher und nachhaltiger Verwendung beitragen. Die Herausbildung einer Professionsethik ist meist krisengetriggert. Es war die Erkenntnis, dass Informatikprodukte im Vietnamkrieg zum Töten helfen, die zur Gründung von Computer Professionals for Social Responsibility 1983 in den USA führte und mit Josef Weizenbaum als Brücke zwischen den beiden Welten 1984 des Forums Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Im About des FIF heißt es, die Gründungsmitglieder leisteten dem NATO-Doppelbeschluss offen Widerstand. Sie wollten die Informations- und Kommunikationstechnologie vor allem als Mittel der Völkerverständigung genutzt wissen. Heute geht es weiter um den Missbrauch als Heeresgut, neben vielen weiteren Themen aber auch um die toxische Kommunikation, die Völkerverständigung gefährdet. Ich hatte mit globaler Konnektivität angefangen und möchte das zum Schluss noch einmal aufgreifen. Dinge durchzudenken ist Aufgabe der Wissenschaft. Die Koevolution von technischen, psychischen und sozialen Systemen läuft selten wie geplant. Wie kann da die Informatik ihrer Selbstverpflichtung nachkommen, Handlungsalternativen im Hinblick auf die absehbaren Wirkungen und möglichen Folgen ihrer Systeme aufzuzeigen? Dazu keine Antworten, aber einige Überlegungen. Erstens, soziotechnische Systeme werden gebaut, um in die Interaktionen zwischen Menschen und zwischen Menschen und Welt einzugreifen. Wir können nur bauen, was wir uns vorstellen können. Die Einbildungskraft in populären Visionen, Science Fiction und so weiter spielt dabei eine wichtige Rolle, ebenso vorherrschende und alternative Gesellschaftsmodelle, wie ein demokratischer Sozialstaat oder eben der Neoliberalismus. Diese Systeme werden in den seltensten Fällen aus ihrer Eigenlogik herausgebaut, sondern im Auftrag. Und Auftraggeber ist in den seltensten Fällen die Gesellschaft, sondern wirtschaftliche, wenn nicht gar militärische Interessen. Was ist im Möglichkeitsraum, den eine Technik aufspannt, tatsächlich verwirklicht und ausgerollt wird, entscheiden meist wirtschaftliche und politische Faktoren. Zweitens, einmal in der Welt formen soziotechnische Systeme uns. Auf verschiedene Weisen. Sie werden zu Dingen, zu Metaphern, mit denen wir denken, über uns und die Welt. Zum Beispiel Friedrich Hayek, der hier das Preissystem als ein System der Telekommunikation bezeichnet und Wirtschaftssteuerer vergleicht mit Ingenieuren, die ihre Messinstrumente beobachten und dann entsprechende Änderungen vornehmen. Das Beispiel, um zum einen hinzuweisen auf die ungeheure Attraktivität, die darin liegt, Komplexität auf eine einzige Zahl zu reduzieren. Eine Fülle wirtschaftlicher Faktoren auf den Preis, die Komplexität menschlichen Verhaltens auf einen Social Score in China. Und damit auch die Attraktivität, die davon ausgeht, Komplexität sozialer Fragen an technische, algorithmische Systeme zu delegieren, deren Antwort dann wieder eine Zahl ist, zum Beispiel 42. Aber auch natürlich der Hinweis auf an der Gründerväter des Neoliberalismus, der den Gebrauch, den wir heute von technischen Systemen machen, seit 40 Jahren maßgeblich bestimmt hat. Zum Beispiel Sherry Turkle, die ebenfalls über die letzten 40 Jahre nachgezeichnet hat, wie der Computer als evokatives Objekt, wie sie das nennt, psychischen Systemen dazu dient, ihr Selbst- und Weltverhältnis zu konstruieren. Soziotechnische Systeme formen und uns natürlich nicht nur als Metaphern. Zum Beispiel das Fitnessarmband, das ich mir als Feedback für mein eigenes Training zulege, gibt es nur mit App, die Daten ins Netz schickt. Gamification lockt mich dann in den Wettbewerb mit anderen. Meine Krankenkasse lockt mich mit Vergünstigungen, wenn ich ihr Zugang gebe.
Drittens, mit einmal gestalten und dann gestaltet werden, ist es natürlich nicht getan. Auch eingeführte Technologien werden in ihrem Gebrauch zu etwas anderem. Zum Beispiel SMS. Die war für den Notfall gedacht, wenn eine Voice-Verbindung fehlschlägt, und ist zu einem eigenen Medium geworden. Der ursprüngliche Konzeptvorschlag für einen Short Message Service wurde von Friedhelm Hillebrand von der Deutschen Bundespost 1984 erarbeitet und im Februar 1985 in die GSM-Standardisierung eingebracht. Er legte unter anderem die Länge auf 160 Zeichen fest, weil er festgestellt hatte, dass die meisten Postkarten und Telexe weniger als 160 Zeichen enthielten. Niemand hätte gedacht, dass Menschen, die einen breitbandigen Sprachkanal oder sogar Videotelefonie zur Verfügung haben, die beschränkte Tastaturkombination in nennenswertem Umfang nutzen würden. Hier ein BBC-Beitrag zur Generation Mute. Ein Anfang 20-Jähriger, der gefragt wird, wann er das letzte Mal telefoniert habe. Und er sagt, ich kann mich nicht so richtig daran erinnern. Wenn ich es genau überlege, habe ich noch nie telefoniert. Und natürlich geht es dabei nicht nur um SMS, sondern vor allen Dingen um Messenger. Aber die Idee ist natürlich dieselbe, die Nutzungsform. Und kennzeichnet eine überraschende Wende von Voice zu Voice oder gar Bildtelefonie zu Text und damit auch die Verkehrung des Smartphones zum kleinen Computer für alles andere außer zum Telefonieren. Viertens, Technologie ist also gestaltbar. Durch ihr Design mit seinen impliziten Nutzungen, durch seine tatsächlichen Nutzungen, durch Regulierung und Förderung im öffentlichen Interesse, durch Selbstregulierung in Gremien wie IEEE und IETF. Also geht die Frage auf die Ziele der Gestaltung. Zum Beispiel zentral versus dezentral. Das scheinen mir Strukturelemente zu sein, die für soziale wie für technische Systeme relevant sind und damit einen guten Common Ground für interdisziplinäre Verständigung bieten. Wir wollen keine zentralisierten Infrastrukturen, die von globalen, intransparenten Konzernen betrieben werden, sondern dezentralisierte und selbstverwaltete Systeme, heißt es in der Ankündigung dieser FIFCON. Klar, lieber Mastodon als Facebook. Lieber Peer-to-Peer als Client-Server, lieber jeder ihr eigener Server als die Cloud. Auf der Europeana-Tech im April diesen Jahres gab es ein Panel zu der Frage. Die Bibliotheksinformatiker bekannten dort, unser Herz schlägt für dezentral, aber oft sind zentrale Elemente praktisch. Und schließlich, das Internet selbst ist dezentral, was die Herausbildung der US-Giganten aber auch nicht verhindert hat. Vielleicht und sehr wahrscheinlich wird es letztlich immer um die Machtfrage gehen. So wie es kein richtiges Leben im Falschen geben kann, kann es auch keine richtige Technologie geben. Zum Beispiel die Kybernetik. Die passte als Steuerungstheorie und Praxis sowohl in einen wissenschaftlichen Sozialismus wie Kapitalismus. Anfang der 1970er erlebte Chile unter Salvador Allende einen kurzen Sommer der Kybernetik. Also nicht sprichwörtlich, sondern nicht wörtlich, sondern das waren 2 Jahre. CyberSyn für Cybernetic Synergy sollte ein Rückkopplungssystem werden, das relevante Informationen liefert und alle in die sozialistisch-demokratische Steuerung einschließt. Die Idee zu einer demokratischen, datengestützten Planwirtschaft stammt vom damaligen Finanzminister Fernando Flores, der den britischen Management-Kybernetiker Stafford Beer hinzuholte. Der Militärputsch von Pinochet setzte dem Experiment ein Ende und dieser wunderbare Kontrollraum ist dann ziemlich schnell danach zerstört worden. Fast 50 Jahre später sehen wir heute ein weiteres neues kybernetisches Großmodell, den Social Score im sozialistischen Kapitalismus, so nennen die sich tatsächlich, Chinas. Nur, dass hier nicht Produktions- und andere Gesellschaftsdaten allen zur Entscheidungsfindung zugänglich gemacht werden, sondern Personendaten von allen der Partei, aber auch den Bürgern untereinander, die in einer gamifizierten Rückkopplung aufeinander achten, um das allgemeine Wohlverhalten zu stärken. Meine letzte Was-wäre-wenn-Frage. Können wir uns eine Gesellschaft vorstellen, in der Big Data for good verwendet wird?
in der Sachfragen faktengestützt, interdisziplinär und mit breiter Beteiligung einer dazu befähigten Bevölkerung verhandelt werden. Ob Entscheidungen über die Nutzung des elektromagnetischen Spektrums, Maßnahmen zur Zivilisierung des Online-Gesprächs, vielfaltsfördernde Meinungstechnologien wie Empfehlungssysteme, die Gefahren und Chancen der KI. In der die reale Macht vom Volke ausgeht und dass die so als gemeinwohlfördernd etablierten Entscheidungen auch tatsächlich umsetzen kann. In der die Koevolution von technischen, psychischen und sozialen Systemen tatsächlich zu der Völkerverständigung führt, die IKT inhärent immer versprochen hat. Mehr Fragen als Antworten. Ich bin sicher, alle Anwesenden haben bereits die Erfahrung gemacht, dass weder Philosophie, Psychologie noch Politologie oder Soziologie der Informatik Handreichungen geben kann, wie sie ihrer Verantwortung für soziotechnische Systeme gerecht werden kann. Diese Antworten können nur im interdisziplinären Gespräch und im Gespräch mit der Gesellschaft gefunden werden. Und ich freue mich darüber, dass der FIF genau dieses Gespräch führt und Räume wie diese FIFCon anbietet, wo ein solches Gespräch möglich ist. Wenn ich mir zum Schluss noch etwas wünschen dürfte, dann, dass das FIF viel häufiger sein Gewicht in die Waagschale in öffentlichen Diskussionen wirft. Vielen Dank. Einen ganz herzlichen Dank, Volker Grasmuck. Stopp. Vielleicht gibt es ja noch Fragen aus dem Publikum. Kann ich mir vorstellen, auch wenn es etwas früh ist. Wer eine Frage hat, hier vorne sehe ich eine. Sie bekommen gleich ein Mikrofon. Einen Moment bitte. Danke für den schönen Vortrag. Ich habe einen ganz tollen Gedanken. Toll ist er leider gar nicht. Aber du hattest ja gesagt, dass... Oder es ist festgestellt worden, dass Menschen, obwohl sie ganz komplexe Möglichkeiten der Kommunikation haben, diese nicht nutzen, sondern sich auf das Rumtippen auf einer Tastatur beschränken. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass genau dieses, was du ja auch abgeleitet hast, Gespräche führen, ist das, wie man wirklich kommuniziert und zu einer Verständigung kommen kann, dass es einfach sehr wenig geübt wird. Und dass das auch etwas ist, wo, glaube ich, eine Gesellschaft sich ganz schleichend verändert, jetzt beobachtbar, eigentlich hauptsächlich seit Aufkommen des Smartphones, wenn nicht schon mit dem iPod vielleicht vorher. So die alltägliche Interaktion von dem Blicktausch im öffentlichen Verkehrsmittel bis zu dem Gespräch in einer Vorlesungsveranstaltung oder was auch immer, dass das einfach ständig weniger geworden ist. Es ist ja auch manchmal ein bisschen anstrengender, es ist vielleicht, man ist nicht immer in Stimmung, man ist überfordert durch alle möglichen anderen Bedingungen. Und da weiß ich jetzt nicht, hast du vielleicht auch eine Überlegung, wie Bildung oder andere Institutionen das wieder ganz konkret fördern könnten? Das ist in der Tat eine ganz verrückte, aber systematisch zu beobachtende Geschichte, dass Menschen, wenn sie von offline zu online wechseln, von Jekyll zu Hyde werden. Also dass ganz freundliche, liebe Menschen die wüstesten Beschimpfungen loslassen in dem Augenblick, wo sie Kommentare tippen oder in Messengern unterwegs sind. Ich weiß nicht, vielleicht müsste man die Psychologie danach fragen, aber eine Strategie, die hier natürlich immer wieder verfolgt wird, ist dann in einer solchen Situation das direkte Face-to-Face-Gespräch zu suchen. Journalisten haben das immer wieder gemacht, wenn sie beschimpft worden sind, dann Menschen direkt anzusprechen und wenn die bereit sind, zu einem Gespräch sich mit denen zu treffen, Und dann zu vergleichen, zum Beispiel auch die jeweiligen Facebook-Timelines nebeneinander zu halten, um dann zeigen zu können, wie biased eine Timeline sein kann und was dort alles ausgeblendet wird. Ein Großexperiment lief vergangenen Sonntag, von der Zeit initiiert, Deutschland spricht. Und die Idee war, dass Menschen
mit möglichst konträren Auffassungen hier auch wieder zu einem solchen Zweiergespräch zusammengeführt werden sollten. Und man musste am Anfang so ein paar Fragen beantworten, ob es ein Zusammenleben mit dem Islam geben kann, ob man das gut findet, dass Grenzen in Europa wieder eingeführt werden und so weiter und so weiter. Ich habe daran teilgenommen und bin dann alle gematcht worden mit einer Person, die alle Fragen genauso beantwortet hat wie ich. Also der Algorithmus war offensichtlich da etwas verloren, weil, und das war unsere These, wir haben uns getroffen, wir haben 3 Stunden uns wunderbar unterhalten und trotz größter Bemühungen keinen einzigen Punkt gefunden, an dem wir unterschiedlicher Meinung waren. Aber die Idee war natürlich eine andere. Und unsere Hypothese war, dass die Welt nicht auseinanderfällt in Linke und Rechte, die irgendwie miteinander reden wollen, sondern in Menschen, die miteinander reden wollen und Menschen, die das nicht tun. Also das ist eine weitere Hypothese, dass in dem Augenblick, wo ich mich eingeigelt habe in einer nationalistischen Filterblase, es schwer ist, da noch ranzukommen, ob Bildung da helfen kann, ob solche Gesprächsangebote da helfen können, ist schwer zu sagen, aber natürlich gibt es immer einen Grenzbereich, wo Menschen noch zu erreichen sind und ich glaube, da muss man ran. Da gibt es noch eine weitere Wortmeldung. Ja, ich habe Ihren Vortrag so verstanden, dass sozusagen Telekom im Grunde genommen eine Chance zur Völkerverständigung hätte sein können. Auf der anderen Seite haben Sie am Anfang aber auch darauf hingewiesen, dass die Entwicklung des Telegrafen wesentlich vom Militär und von der Polizei zu Überwachungszwecken sozusagen intendiert war. Und deswegen meine Frage, könnte es nicht eventuell sein, dass eben Telekom inhärent nicht geeignet ist dafür, Menschen wirklich auf eine gute, verträgliche Art und Weise miteinander in Kontakt zu bringen, sondern dass sie zu schnell, zu engen Kontakt herstellt und sozusagen das langsame Kennenlernen, das sich anvertrauen, das Zusammenwachsen sozusagen überspringt und dadurch eben Aggressionen erzeugt und dass es möglicherweise sogar besser wäre, respektvolle Distanz zu schaffen, also genau das Gegenteil von Telekommunikation. Also das wäre meine Frage mal. Völlig richtig. Also diese Vorstellung, man könne von den USA aus mit dem Kaiser von China sich unterhalten. Aber was hätten die einander gesagt? Dem Kaiser von China, den ruft man natürlich nicht einfach mal an und sagt, hey, wie geht's denn? Sondern da gibt es also hochgradig aufgeladene Rituale, um sich dieser Person zu nähern. Insofern völlig richtig, die kulturellen Aushandlungsformen, das Kennenlernen und so weiter fallen hier weg. Nur, was wäre die Konsequenz daraus? Also zunächst mal sind diese Kommunikationssysteme ja im nationalstaatlichen Rahmen entstanden und haben auch ganz wesentlich zum Entstehen dieser Einheiten beigetragen. Und dann mit der Idee, dass die pure Geschwindigkeit der Elektrizität diesen Rahmen sprengt, und sozusagen die Weltumspannung inhärent fordert, bricht das auf. Kolonisierung immer noch im Rahmen des Nationalstaates und dann die Frage, ob das, was wir heute beobachten, also bei weitgehender Anschließung der Welt, diese Kontraktion, wo Menschen sich wieder auf ihre Scholle und die Nation und das eigene zurückbeziehen, vielleicht könnte man das als letzte Wehen sehen auf dem Übergang zu einem postnationalistischen Zustand. Ich meine, das war immer das Versprechen der EU, dass es auf der einen Seite eine Stärkung der Regionen gibt und auf der anderen Seite die Nationalstaatenkompetenzen an die Union abgeben und der Nationalstaat dazwischen sozusagen verschwindet. Möglicherweise sind wir auf dem Weg dahin zu einer globalisierten Welt und es braucht nochmal das letzte Aufbegehren dagegen, bis wir dahin kommen. Ich glaube, ich habe jetzt ein bisschen an Ihrer Frage vorbei geantwortet, aber die Chancen, miteinander ins interpersonelle Gespräch zu kommen
Und den Wechsel oder den Unterschied zwischen On- und Offline-Kommunikation hatte ich ja in der vorherigen Frage schon ein bisschen angesprochen, ohne da wirklich eine Antwort zu haben. Aber also die Vorstellung, schmalbandig nur Text oder nur Morsecode und dann Text, wenn wir das erweitern, wenn wir den Gegenüber auch sehen können über Bildtelefonie, dann würde es besser. Könnte man ja meinen, das ist sozusagen ein linearer Fortschritt, immer mehr Bandbreite und umso besser wird die Kommunikation, aber die Erfahrung bislang zeigt ja, dass die Entwicklung nicht in die Richtung geht. Darf ich jetzt? Ja, ich würde gerne an dem letzten Gedanken nochmal weitermachen, so mit dieser weltweiten Kommunikation. Und ich denke, man muss immer fragen, auch in wessen Interesse irgendwelche Systeme existieren. Und zum Zweiten, das finde ich noch viel wichtiger, welche Machtstrukturen und Herrschaftsstrukturen sind diesen Systemen inhärent. Und da ist die Technik natürlich immer auf hierarchische Strukturen angewiesen. Und hierarchische Strukturen führen immer auch zu Unterdrückung und undemokratischen Strukturen und bieten aber auf der anderen Seite auch Alternativen. Ich meine, wir haben Peer-to-Peer-Netze, wir können eine Peer-to-Peer-Kommunikation machen. Und ich denke, wir müssen uns auch oder wir müssen darauf Acht geben, dass wir nicht glauben, wir könnten den Menschen durch Technik ersetzen. Was eine Diskussion ist heutzutage, ja auch bezüglich KI und denkenden Maschinen und dergleichen mehr, sondern da müssen wir ganz klar unterscheiden, was ja die Menschlichkeit und Humanität ausmacht und was Maschinen überhaupt sind und dass sie allenfalls Unterstützung leisten können, aber nicht uns irgendwie ersetzen können. Und vielleicht noch ein kurzes Beispiel auch zu den Unterschieden zwischen Offline- und Online-Kommunikation. Ich bin mit in dem Koordinierungskreis der Initiative Abrüsten statt Aufrüsten, die eine Unterschriftensammlung gestartet hat. Sie geht, glaube ich, hier auch rum. Wir haben über 100.000 Unterschriften, wobei nur ein Fünftel davon überhaupt online gesammelt wurde. Und nach, ich glaube, 15.000 Online-Unterschriften hatten wir schon mehr Offline-Unterschriften gesammelt. Und mittlerweile sind es gut 20.000 online und über 100.000 offline. Und da mussten Gespräche geführt werden. Da konnte nicht nur über Tippen und irgendwas im Computer oder im Handy passieren. Und ich bitte euch trotzdem, die auch offline oder online zu unterschreiben und weiter zu verbreiten. Haben wir noch einen letzten vielleicht Wortbeitrag da außen? Ja, vielen Dank auch von mir, auch für diesen historischen Überblick, den ich so in seiner Detailtiefe, glaube ich, noch nicht hatte. Ein Gedanke, den ich jetzt zum Schluss hatte, ist, dass also auch aus dem Gedanken heraus irgendwie, wir können zwar ganz viel kommunizieren, aber irgendwie so richtig zur Völkerverständigung und Annäherung führt es nicht unbedingt. Daraus schließt sich für mich, dass das Angebot an Kommunikation nicht das Problem ist und auch nicht die Lösung, sondern vielmehr geht es wahrscheinlich um die Art der Kommunikation. Und ich habe natürlich keinen Beweis dafür, aber ich würde denken, dass die Art der Kommunikation, also wie wir miteinander kommunizieren, nicht erst seit dem Smartphone irgendwie eventuell an manchen Stellen krankt, sondern dass schon vorher ein Problem war und dass nur jetzt durch diese rapide Entwicklung der Technik und diese Möglichkeiten der Telekommunikation auffällt, wie schlimm es eigentlich um unsere Kommunikation steht. Und mein Gedanke ist, also was auch vielleicht an den allerersten Wortbeitrag anschließt, so ein bisschen, wie können wir das eigentlich lernen, dass wir zum Beispiel mehr soziale Kompetenz, mehr Empathiefähigkeit lernen, und wie können wir das mehr tragen. Da wurde ja gesagt, dass es vielleicht etwas ist, was wir nicht üben. Und ich würde das unterstreichen und dem zustimmen, dass das vielfach nicht geübt wird. Und ich weiß, dass es in den Schulen
im Allgemeinen nicht Teil des Lehrplans ist. Es gibt alternative Schulen, wo das natürlich irgendwie Teil ist, aber in den allermeisten Schulen in Deutschland und auch an vielen anderen Orten in der Welt ist es nicht Teil. Dankeschön auf jeden Fall. Ja, auch das kann ich nur unterstreichen, vielleicht noch, um die Chancen globaler Kommunikation nicht ganz aufzugeben, auch anschließend an die Vorrednerin. Für globale Probleme, Global Warming, Armut, ja, letztendlich auch da wieder Kommunikation, ist es natürlich sinnvoll und nötig, dass Menschen sich auch global miteinander austauschen, aber dann genau in Herrschaftsstrukturen, wo klar ist, dass es nicht zum Beispiel aus dem Norden für den Süden gemacht wird, sondern im Dialog auf Augenhöhe. Und wo solche Beziehungen bestehen, ist globale digitale Kommunikation natürlich weiterhin hilfreich, um globale Probleme zu lösen.